Die 1903 geweihte neugotische Backsteinbasilika Herz Jesu in Pesch stand die letzten 4 Jahre leer. Demnächst soll nun dem entweihten Gotteshaus wieder Leben eingehaucht werden. Im Mai 2010 begann eine Denkmalentwicklungsfirma aus Erkelenz mit den Bauarbeiten. Öffentlich geförderter Wohnraum für 23 Parteien sollte hier entstehen. Dabei mussten moderne Materialien mit traditionellen Bauelementen kombiniert werden. Das denkmalgeschützte Bauwerk wurde einer Spezialbehandlung unterzogen. Im Augenblick bauen wir das Innenleben der Kirche. Es wird ein Holzständerwerk eingebaut nach einer neuen Musterbauordnung. Das heißt, das komplette Innenleben, die komplette Konstruktion wird aus Holz gebaut, energetisch vernünftiger Baustoff. Wir haben an dieser Kirche hier besondere Brandschutzgesichtspunkte zu beachten. Die Bauarbeiten sind nun abgeschlossen. Zum 1. Oktober, also etwas später als geplant, ziehen die neuen Mieter ein. Die emotionalen Reaktionen der Kirchengemeinde auf die Umnutzung waren sehr unterschiedlich. Also wir haben eigentlich durch die Bank einen Zuspruch bekommen, aber ganz sicher gibt es auch den einen oder anderen, der dieses Projekt eben nicht toll findet und der natürlich lieber hätte, dass es eine Kirche geblieben wäre, bis hin zu das, aber das sind dann wirklich Einzelmeinungen, Leute gesagt haben, also dann wäre es besser abzureißen. Schon während der Bauarbeiten bestand reges Interesse an den barrierefreien 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen in Herz Jesu. Diese sind unterschiedlich geschnitten, die meisten von ihnen mit Blick ins Grüne. Die Rundungen der Fenster passen sich an die alte Form der Kirchenfenster an. Der Erinnerung auf der Spur. Die alten Altarstufen der Kirche finden sich im Außenbereich wieder. Die ehemalige Sakristei ist die einzige Wohnung mit separatem Eingang. Der Run auf die Immobilie war übrigens enorm groß. In einer richtigen Kirche zu wohnen, scheint für viele attraktiv. Das ist vom Studenten über das Paar mit Kindern bis hin zu älteren Leuten, also auch sehr bunt gemischt und auch viele hier direkt aus Pesch. Das alte Kirchenfenster auf Höhe der Orgelempore bleibt komplett erhalten. Auch das ist ein Beispiel dafür, wie in dem Wohnhaus Altes mit Neuem zusammenspielt. So sah es hier noch während des Umbaus aus. Das ist nun daraus geworden. Das Fenster gibt dem neuen Wohnzimmer ein sakrales Ambiente. Also es ist so, dass wir hier auch mit vielen Farbkonzepten experimentiert haben und wir uns am Ende dann für dieses entschlossen haben, das mit doch sehr deutlichen, kräftigen Farben, um eben auch da wieder zu zeigen, das ist eben teilweise Neubau, das ist eingestellt und das ist Denkmal, um eben nicht historisierend zu arbeiten. Der gesamte Bau ist problemlos reversibel. Er kann also jederzeit wieder rückgängig gemacht werden, falls die katholische Kirche in einigen Jahren wieder neuen Zulauf bekommen sollte.